So, dann machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter, oder? Ja. Vielleicht nicht unbedingt gerade hier ins Wasser. Okay, seine Kisten schwimmen leider nicht. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Schwimmen seine Planken? Nein, die gehen auch unter die Steine. Dann gucken wir erstmal, was hier unten ist. Eine Kiste, denn die kommt wie gerufen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier oben ist. Okay, die Kiste müssen wir da unten wegschubsen in diese Richtung. Dann dürfte sie aufsteigen. Oder? So, genau. Jetzt hier hoch schwimmen. Genau. Kiste da oben dran. Den hier töten. Und am besten hier eine Kiste zum Beschweren lassen. So. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier weiterkommen. Dafür gucken wir, vorher gucken wir aber erstmal hier runter. Ob hier nicht irgendwo noch ein Geheimnis ist. Mann, ich verpasse bei diesem Let's Play einen Haufen Geheimnisse. Vielleicht und Matze auf. Gut. Da unten will ich hin, da ist das nächste Save Point. Gut. Save Point gefunden. Ach nö. Da ein. Eine Erfahrungsfiole, wie viel haben wir denn mittlerweile schon wieder? 17 und nur 19 von den anderen. Hm. So, du willst nerven. Ich kann aber keine Nerven gebrauchen. Aua. Das ist hinterhältig. Okay, da kommt schon der nächste. So, einfach mal umgetreten. Komm. So. Und der nächste. Mitten in den Schlag reingerannt, macht aber nichts. Das wiederum. Erfordert etwas Taktgefühl. Nämlich jetzt, genau. Ah, Mist. Da brauche ich doch lieber die Bin. Das ist jetzt eine blöde Sprungeinlage. So, jetzt aber. Und hier weiter. Oh, das hier sieht aber schick aus. Die königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Was sind diese Artefakte überhaupt?
Hä, wie? Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Ja, also zum einen ist es schlimm, dass die Untoten alles kaputt gemacht haben. Zum anderen fasse ich es nicht, dass ich kein einziges Secret jetzt in diesem Level entdeckt habe. Dies sieht nicht aus wie das Schloss, von dem gesprochen wurde. Nein, ich kann es nicht glauben. Sie haben es ruiniert. Alles ruiniert. Wir müssen uns beeilen. Nö, also ich glaube, ich mache jetzt... Oh, schicke Fallen. Also ja, sogar dieses Schloss. Das hat das Skelett ja geschickt geschafft. Also ich würde sagen, auch wenn der Part jetzt ziemlich kurz geworden ist, würde ich sagen, das Schloss machen wir erst beim nächsten Mal dann. Ja. Und ich finde es gerade irgendwie schlimm, dass ich die beiden Secrets im letzten Level verpasst habe. Kann ich ja mal kurz zum Hauptmenü zurück gehen und euch das zeigen. Kapitelabschnitt nämlich. Komm, Kapitelabschnitt. Einsame Burgverliese. 2-0 von 2 Secrets. In den Kristallkavernen und auch in den Krypten der Verdammten haben wir auch jeweils ein Geheimnis übersehen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Die Fiolen sind mir jetzt nicht ganz so wichtig, aber die Secret-Gegenstände sind doch ziemlich nützlich. Vielleicht werde ich ja mal offscreen noch versuchen, die 4 Secrets zu finden und in Ruhe mal nachzuschauen. Und dann werden wir dann den Thron des verlorenen Königs machen. Aber ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. So, da bin ich noch einmal. Wie ich gerade vorhin sagte, ich mache schnell mal offscreen nochmal die letzten 3 Level, um nach den Secrets zu suchen. Und ja, ich habe sie alle 4 gefunden. War mehr oder weniger ein bisschen anstrengend und nervig, aber ich habe alle 4 gefunden und wollte euch mal zeigen, was ich jetzt gefunden habe. Und zwar zum einen in der Kristallhöhle, also dem Level von der letzten Aufnahme, habe ich das Opferamulett hier gefunden. Und zwar, wenn das Mana alle ist, wird statt Mana halt Lebenspunkte verbraucht. Kann also in Notsituationen, gerade wenn wir Fackeln anzünden müssen, mit dem Feuerfall nützlich sein. Deswegen trägt das meine Diebin, die ja nicht ganz so viel Mana braucht wie jetzt zum Beispiel der Magier. Bei dem wäre das ein Totschlagargument, ihm das zu geben. Das nächste, was ich gefunden habe, sind in der Krypta, also dem ersten Level aus dieser Aufnahme. Das war das... wo ist es denn? Ah ja, genau, das Amulett, das Leben stiehlt. Also so ein Life-Leech-Amulett. Immer wenn meine Diebin jemand etwas tötet, kriegt sie... immer wenn mein Krieger oder mein Magier etwas töten, kriegt meine Diebin etwas Lebenspunkte dazu. Was auch praktisch sein kann. Das nächste, was ich gefunden habe, ist der verzauberte Gesundheitskristall. Der macht eigentlich dasselbe wie der Energiekristall, nur eben, dass er Gesundheitsfiolen effektiver macht. Das letzte, was ich gefunden habe, was sehr gut ist, sind Stiefel. Jetzt, wenn meine Diebin in die Stacheln springt, nimmt sie nicht mehr so viel Schaden. Und ich sehe gerade hier zum ersten Mal... da unten stehen sogar die Namen unserer 3 Helden. Also der Magier heißt Amadeus, der Großartige.
Auch wenn er vom Anfang her nicht so großartig war, Hust Hust, mit seinem Feuerballtrank, der ihn in den Schlaf versetzt hat. So, ja, die Stille. Naja, sie ist meistens ziemlich still, aber manchmal sagt sie auch was. Wobei sie meistens nur interessante Sachen zu sagen hat, wie man vorhin gesehen hat, die Feuerbälle des Magiers. Und Pontius der Mutige. Naja, Mut und Dummheit liegen manchmal nah beieinander. Also ja, stimmt das mit dem Mutigen schon. Okay, das war alles, was ich euch nur zeigen wollte. Jetzt, bevor ich die Aufnahmesession vollständig beende. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal jetzt wieder.